Hi, sag Nein zu Geld. Wieso und weshalb? Dazu mehr nach dem Intro. Feuer frei! Ja, wer meinen Channel ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich auch gern mal über das Thema Geld rede. Nicht, weil ich jetzt sage, wow, unbedingt ganz reich werden oder keine Ahnung. Nein, das ist nicht der Fall. Mir geht es eher darum, ein bisschen zu sensibilisieren für das Ganze, weil es echt ein schwieriges Thema ist für mich. Ja, und das will ich einfach ein bisschen mit euch teilen. Und zwar geht es jetzt in dem heutigen Video darum, Nein zu sagen zu Geld, / zu einem Auftrag für einen Kunden. Das hat mehrere Gründe. Man denkt jetzt vielleicht im ersten Moment, was? Wieso? Wieso soll ich Nein sagen zu Geld? Wieso soll ich mir die Chance nehmen, etwas zu verdienen? Und ja klar, das ist schon richtig. Man sollte sich aber im Vorfeld ein paar Gedanken darüber machen. Das kann nämlich einen ziemlichen Rattenschwanz hinter sich herziehen, den man im ersten Moment gar nicht sieht. Es kommt gerade extrem die Sonne raus. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht mega überbelichtet. Der erste Punkt ist, du machst dieses Projekt für den Kunden, der Kunde ist happy, aber du nicht wirklich. Du hattest nämlich keinen Spaß an diesem Projekt oder es war einfach überhaupt nicht es hat nicht zu dir gepasst. Ja? Es hat einfach nicht zu dir als Person gepasst. Du hattest keinen Spaß dran, egal aus welchem Grund. Jetzt kommt der Kunde wieder und will wieder für sich so ein Projekt haben, an dem du keinen Spaß haben wirst. Jetzt kannst du wieder sagen, ja, mach ich. Dann machst du es halt wieder, hast wieder keinen Spaß. Und der Kunde, der kennt vielleicht einen anderen und sagt, hey, guck mal, ich habe meine Videos bei dem machen lassen, die sind übel geil geworden. Oder der andere sieht bei demjenigen, hey, die Videos sind gut geworden, ruft dich jetzt auch an, will für das Ähnliche, woran du keinen Spaß hast, auch Videos haben. Irgendwann rutschst du in diese Nische hinein und kommst da nicht mehr raus. Nur weil du einmal gesagt hast, yo, mach mal, aber du hattest eigentlich nie Spaß dran, das zu machen. So, und jetzt hast du einen Job, der dir keinen Spaß macht. Und darauf soll es ja nicht rauslaufen. Deswegen sollte man sich da immer im Auge behalten, macht mir das Spaß, das Thema, kann ich das auch ethisch vertreten? Ja, zum Beispiel ein Wahlwerbespot für eine Partei, die man nicht unterstützen will. Mache ich das, nur weil es Geld gibt, oder mache ich es nicht? Also man kann sich da auch ganz klar wegbewegen von irgendwas, was man nicht unterstützt. Punkt Nummer zwei, ist eine Art Positionierung. Ja? Wenn jetzt der Kunde sagt, ich will einen Film, hat aber nicht genügend Budget für deine Leistung, machst du es dann trotzdem? Das ist immer die Schwierigkeit, weil es ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen, nee, nur wegen Budget oder so. Aber man kann nicht auch einfach gleich drauf losstürmen und sagen, yo, mach ich, weil dann ist wieder der wirtschaftliche Gedanke nicht mehr da. Also da muss man auch wirklich vorsichtig sein und nicht einfach gleich sagen, ja, okay, ich mach's, gibt zwar nicht viel Geld, ich lege vielleicht am Ende sogar drauf, weil dann macht's überhaupt gar keinen Sinn. Man muss vielleicht mit dem Kunde dann eine Lösung finden, was ist für das Budget realisierbar, kann man vielleicht auf zweimal den Film bezahlen, dann passt das Budget wieder und da kann man ja Lösungen finden, nur einfach nicht direkt, yo, mach mal. Einfach ein bisschen nachdenken, dem Kunden Lösungen anbieten. Und im Notfall, falls der Kunde nicht bereit ist, mit den Lösungen, die man ihm anbietet, d'accord zu sein, dann muss man eben das ganze Thema an der Stelle auch beenden. Was mich wiederum dazu führt, jetzt sagst du einmal ich zu dem Kunde, ja, okay, mach mal für diesen Preis. Das ist übrigens Punkt Nummer 3 an der Stelle. Man sagt einmal, okay, ich mach's für diesen Preis. Jetzt ist der Kunde zufrieden, kommt wieder. Jetzt weißt du aber beim letzten Mal, du hast dich verkalkuliert oder sonst was. Du hast draufgelegt bei dem Projekt. Jetzt kommt der Kunde beim nächsten Mal, hat vielleicht sogar noch ein paar höhere Ansprüche, aber der wird dir sicher nicht mehr bezahlen wollen, weil das letzte Mal ging es ja auch um für den Preis. Das heißt, du hast immer das Problem, dass du es nie wirklich rechtfertigen kannst, warum es auf einmal teurer wird. Weil beim letzten Mal war es doch auch gut und beim letzten Mal hat es aber nicht so viel gekostet. Da ist es auch ganz schwierig, nicht einfach direkt drauf loszustürmen und zu sagen, ja, okay, ich mach's. Und dann zu merken, es war schlecht, sondern erst im Vorfeld drüber Gedanken machen, lohnt sich das Projekt am Ende für mich? Und auch auf lange Sicht gedacht, ist es einfach wichtig, das Ganze erstmal im Vorfeld durchzukalkulieren. Das sind einfach irgendwie wichtige Themen, vor allem wenn man sich eben selbstständig machen will, die man am Anfang vielleicht gar nicht so wirklich bedenkt. Da hat man nur so, wow, cool, mein erster Kunde, ja, ich fange an, mache einen Auftrag. Ich sage auch gar nicht, dass man am Anfang da direkt wirklich
sagen muss, nee, mache ich nicht oder so. Aber trotzdem, auch direkt am Anfang sollte man schon Gedanken machen, wo soll mein Weg hinführen? Ja? Man kann immer noch mal irgendwo die Kreuzung abgehen, aber je früher, desto besser. Und dann wird man nämlich auch nicht irgendwie unzufrieden irgendwann mit der Arbeit, die man macht, weil man einfach keinen Spaß dran hat, sondern man kann sich das direkt in die Richtung führen, auf die man Lust hat. Ja, ich hoffe, das Video hat ein bisschen Eindrücke geliefert, auf was man achten sollte und nicht einfach direkt zu sagen, yo, mach ich, sondern erstmal auch mal im Zweifelsfall sogar zu sagen, sorry, es tut mir leid, ich mache diesen Auftrag nicht aus Gründen XY, wie auch immer. Falls dir jetzt das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du vielleicht hier noch ein weiteres Video von mir anguckst. Hier unten kannst du mir noch ein Abo dalassen, dass du nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, dein Barney. Hau rein!